Wir sind gerade dabei, unsere 20 Jahre alte Gasbrennwerttherme gegen eine moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe zu tauschen. Und das Ganze soll auch über Förderung, über das BEG laufen, das Bundesgesetz energieeffizienter Gebäude. Aber das Ganze ist nicht ganz so einfach. Und über die Schwierigkeiten, die wir haben und welche Lösungswege wir da suchen und finden, darüber wollen wir im heutigen Video mal sprechen. Und damit moin moin und herzlich willkommen bei Gewaltig Nachhaltig. Ja, unsere Gastherme, die ist jetzt 20 Jahre alt und im letzten Winter hat sie schon Zicken gemacht. In diesem Winter hat sie auch Zicken gemacht, hatten zwei größere Reparaturen dran. Und 20 Jahre, damit hat die jetzt so ein bisschen ihren Zenit überschritten. Und jetzt ist es doch an der Zeit, dass wir uns mal um was Neues kümmern. Und wir möchten gerne, weil wir hier Fußbodenheizung haben und im relativ milden Norden Deutschlands wohnen, eine Wärmepumpe einbauen und dann zukünftig mit Strom heizen. Und das soll eine Luft-Wasser-Wärmepumpe werden. Luft also von draußen, die Wärme aus der Luft holen und dann hier für die Fußbodenheizung das Wasser erwärmen. Deshalb Luft-Wasser-Wärmepumpen. Es gibt auch noch andere Systeme, die kommen bei uns hier aber nicht unbedingt in Frage. Und ja, das Ganze wollen wir uns über das BEG machen, das Bundesfördergesetz energieeffizienter Gebäude. Und da gibt es 35% Zuschuss, wenn man von Gas auf Wärmepumpe wechselt. Und wenn man das Ganze noch im Rahmen eines individuellen Sanierungsfahrplans macht, dann gibt es nochmal 5% obendrauf. Und wir haben auch schon ein Angebot vorliegen für eine Wärmepumpe. Und wir sind auch im Gespräch mit der Bank, wie wir das Ganze machen. Machen wir es über KfW. Das heißt, wir nehmen einen zinsgünstigen KfW-Kredit auf und holen uns dann, kriegen quasi einen Tilgungszuschuss. Das ist dann die Förderung. Das heißt, der Kredit wird schon mit Tilgung belegt durch die KfW selber. Die Fördergelder kommen als Tilgung rein. Oder aber wir machen es über einen Kredit über die Bank und machen es dann über das BAFA, das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle. Da gibt es dann dieselbe Förderung. Die wird aber dann quasi an uns ausgezahlt. Und das Wichtige ist immer, man muss immer erst die Förderung beantragen, alles fertig machen und dann die ganze Sache beauftragen. Und da hängen wir jetzt so ein bisschen drin, weil dummerweise der Energieberater hat erst im April Zeit. Alle wollen das Ganze jetzt haben und das Angebot ist eigentlich schon abgelaufen. Bis April sind die Preise noch gültig, dann steigen aber bei unserem Anbieter, für den wir uns eigentlich auch entschieden haben, schon die Preise um 5%. Das heißt, das sind Preise nur auf Materialkosten. Das heißt, die 5%, die wir über den individuellen Sanierungsfahrplan kriegen würden, die würden uns jetzt wieder verloren gehen, weil wir einfach zu lange warten müssen. Das ist alles eine Krux und was auch noch das Problem ist, ist das Angebot selber. Da sind Dinge drin, wir fanden das ganz toll, als wir das alles gehört haben, aber von euch kamen dann Kommentare, das brauchst du nicht, lass das weg. Und wir haben uns da jetzt auch nochmal Gedanken gemacht und ich gehe gleich mal runter in den Keller und zeige euch mal, worum es da genau geht. Und das sind alles so die Schwierigkeiten, vor denen wir jetzt gerade stehen. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal im Keller. Was haben wir jetzt eigentlich für eine Heizung? Was soll Neues rein? Und da stellt sich dann auch noch die Frage, welches Modell soll es denn werden? Wir haben im Angebot ein Modell und denken aber, vielleicht geht auch ein Modell niedriger. Das schauen wir uns mal an, wenn wir aus dem Keller wieder zurück sind. Und jetzt gucken wir uns erstmal die ganze Anlage im Keller an. Hier sind wir jetzt also in unserem Heizungsraum im Keller und hinter mir ist die alte Gastherme und das, worum es jetzt erstmal geht, sind die Thermostate, die sind oben links und zwar steuern die unsere 12 Heizkreise für die Fußbodenheizung und die muss ich inzwischen schon mit der Zange bewegen, weil die so schwergängig geworden sind und wie ihr hier seht, ist auch eins schon kaputt und das Ganze ist halt auch schon 40 Jahre alt und da geht es halt drum, austauschen gegen Funkthermostate mit Raumsteuerung oder nicht und da habe ich mir aber jetzt auch überlegt, dass das nicht wirklich Sinn macht, wie ihr es ja auch schon in den Kommentaren gesagt habt, weil Fußbodenheizung ist träge. Und wir haben es jetzt die letzten Tage schön erlebt hier im März. Die Sonne scheint den ganzen Tag und unser Wohnzimmer wird wirklich um 2 Grad wärmer, wenn die Sonne reinscheint. Aber darauf würden dann diese Raumsteuerungen reagieren. Aber bis dann die Fußbodenheizung wirklich runtergefahren ist, ist die Sonne schon längst wieder untergegangen. Das macht einfach nicht so wirklich viel Sinn. Dafür braucht man Heizungen, die wirklich schnell reagieren. Aber mit der Fußbodenheizung, naja, das wird nichts. Ja, und dann haben wir hinter mir noch hier die Gastherme. Die kommt raus. Hier ist der 160 Liter Warmwassertank, der kommt raus, Auslegungsgefäß, Steuerung, kommt alles raus. Was ich mit der Steuerung mache, weiß ich noch nicht. Ist eigentlich zu schade, um sie wegzuschmeißen. Die haben wir erst vor ein paar Jahren erneuert für ein paar hundert Euro. Und der Rest kommt alles raus. Und wie man hier sieht, Dämmung, naja, habe ich mal eher stümperhaft gemacht. Das wird sicherlich jetzt auch besser werden. Das heißt, auch hier sparen wir schon an Wärme wieder. Hier haben wir die Pumpe, die Zirkulationspumpe für die Heizung. Und hier oben haben wir die Warmwasserpumpe. Da werden wir auch neue Konzepte haben. Also ich denke, das wird alles energetisch ein bisschen sparsamer, schon hier im Raum. Und oben müssen wir dann gucken, was wir wirklich damit einsparen.
Das ist also die Situation mit den Thermostaten, die wir da haben. Also ich denke, die werden wir wahrscheinlich weglassen, weil das ja doch ein relativ hoher Kostenpunkt ist. Und jetzt geht es aber auch darum, welche Therme soll es denn jetzt genau werden? Wir haben eine im Angebot, die zeige ich euch mal hier. Das ist jetzt keine große Werbung, wir blenden es trotzdem mal ein. Wir haben also von unserem Heizungsbauer des Vertrauens eine Weiland-Anlage im Angebot. Weiland für uns deshalb schon gut, weil über EE-Bus-Schnittstelle das Ganze wunderbar in unsere SMA-Anlage eingebunden werden kann. Und wenn wir hier unten mal gucken, dann sehen wir hier auch die verschiedenen Luft-Wasser-Modelle, die es da gibt. Von der VWL 35-6A bis hin zur VWL 125-6A. Das sind also die Modelle, die wir haben. Und wir haben im Angebot Berechnungsgrundlage hierbei rund 20.000 Kilowattstunden Gas, die wir im Durchschnitt in den letzten Jahren verbraucht haben. Aber natürlich ohne Sanierung unseres Gebäudes haben wir im Angebot die VWL 105-6A. Und da sehen wir hier bei den Heizungswerten, das sind ja hier immer die verschiedenen Heizungsleistungswerte bei verschiedenen Temperaturen, sehen wir hier 9,2 kW, das ist die Heizleistung. Und dahinter die elektrische Leistung, 341 kW, das heißt also 341 kW, das wäre die Leistung, mit der sie wirklich läuft, wenn es richtig kalt draußen ist. Und dann haben wir hier die Werte, wenn es eher warm draußen ist, dann haben wir hier die 5,8 kW und das ist die Heizleistung wieder und die 1,26 kW, das ist dann die elektrische Leistung, die dann anliegt. Und das ist hier der COP, das heißt, das ist der Wert immer, der das Verhältnis angibt, Energie, die ich zum Heizen erzeuge und Energie, die ich dafür brauche. Man braucht also für 4,6 kW Heizleistung, also Wärme hinterher, braucht man 1,26 kW elektrische Leistung. Das sind so diese Vergleiche. Und das ist bei eher höheren Außentemperaturen und das hier ist dann bei niedrigen Außentemperaturen. Und bei uns ist halt jetzt wirklich die Frage, müssen wir diese große Heizung haben oder täte es bei uns nicht auch die kleinere, die 75-6A? Wir wollen ja ein bisschen was machen. Problem ist nur, dass der ein Dachdeckermeister schon da war und gesagt hat, unser Dach, das wird wirtschaftlich nichts werden. Da liegen wir bei 60.000 plus x Euro. Das heißt also, unsere Idee, zum Effizienzhaus hinzukommen, wird wohl eher nichts werden. Es wird wohl eher dahin laufen, dass wir Einzelmaßnahmen machen. Das heißt, Dämmmaßnahmen, wo es im kleinen Bereich geht und dann vielleicht noch die Fenster neu machen. Wobei, da muss man dann wieder aufpassen, dass man da nicht mit dem Taupunkt Probleme kriegt. Das müssen wir alles mit dem Energieberater besprechen. Und jetzt stecken wir natürlich in der Krux, welche von den beiden Heizungen wird es denn? Und da müssen wir jetzt einfach sehen, wie wir da vorgehen. Ja, mit der Fragestellung habe ich mich halt auch an den Heizungsbauer dann gewandt und der hat gesagt, sie haben auch einen Energieberater, der würde eine Heizlastabschätzung machen, bevor dann endgültig das Ganze ausgelegt wird. Und wir haben uns jetzt so geeinigt, wir wollen erstmal gucken, was der dazu sagt und dann können wir gucken, ob wir irgendwie mit vernünftigem Aufwand halt die kleinere Heizung realisieren können. Wir haben ja hier im Notfall auch noch einen Kaminofen, mit dem wir zuheizen können. Wir haben wirklich selten richtig kalte Tage und ich gehe einfach davon aus, dass wir auch so schnell nicht wieder so einen richtig knackig kalten Winter bekommen werden. Und ja, jetzt ist halt wirklich diese Krux, Energieberater kann erst im April. Mit der Bank sind wir eigentlich soweit ganz gut davor. Und das Problem ist halt jetzt einfach, was brauchen wir wirklich, wenn wir das Haus saniert haben, dann noch an Energiebedarf? Können wir jetzt ins Blaue reinschießen und sagen, wir nehmen die kleinere Ausstattung bei der Heizung? Die hätte wieder den Vorteil, es gibt nur eine von diesen Außeneinheiten. Die größere Version bräuchte zwei davon. Und wenn man eine Wärmepumpe zu groß auslegt, ist halt auch wieder das Problem, dass sie dann sehr oft ausgeht, weil sie einfach durch die große Auslegung dann die Leistung nicht mehr so bringen will und kann. Und dieses häufige Ausgehen verkürzt halt auch die Lebensdauer. Das hat uns der Heizungsbauer auch so bestätigt, habt ihr ja in den Kommentaren auch schon vielfach geschrieben. Und wir wollen natürlich dann lieber auf die kleinere Lösung gehen. Ja, es ist alles so ein bisschen verzwickt zurzeit mit der Förderung, mit den 5% für den ISFP, mit der Verfügbarkeit der Handwerker. Was noch dazu kommt, wir wollen natürlich die Heizung unbedingt dieses Jahr noch tauschen, weil ich will nicht nochmal einen Winter mit der Gastherme. Weil was passiert, wenn die Gastherme ganz die Grätsche macht? Dann müssen wir Gas gegen Gas austauschen, weil im Winter eine Gastherme gegen eine Wärmepumpe, das könnt ihr vergessen. Wir haben jetzt schon, ich habe beim Heizungsbauer gefragt, wie lange hätten wir noch Zeit, um im Sommer noch die Heizung zu tauschen, Bestellung der Wärmepumpe. 2 Monate hat er gesagt, wenn wir nach Mai bestellen, dann wird das nichts mehr, dann werden wir da im Winter kommen oder dann ins nächste Jahr rein. Und deshalb, da sind wir auch so ein bisschen unter Zugzwang, das ist jetzt alles echt eine etwas schwierige Situation. Wir hatten ja auch nicht vorher gesehen, dass dieses Jahr sich so entwickelt, wie es sich jetzt entwickelt, gerade was die Energiekrise auch angeht. Naja, also wir hoffen, dass wir da trotzdem sauber durchkommen und ich hoffe einfach, dass wir vielleicht die Heizung, dass der Energieberater vom
vom Heizungsbauer schon sagt, die Heizung können wir nehmen, weil dann würden wir die nämlich jetzt wahrscheinlich im Voraus schon bestellen, um einfach da auf der sicheren Seite zu sein. ISFP 5% mehr Förderung und auf der anderen Seite halt dann das spätere Bestellen und dann 5% wieder mehr aufs Material. Gibt sich nicht relativ viel, also von daher ist das auch ziemlich egal. Ja, ist alles eine schwierige Situation zurzeit, gerade mit der Heizung. Das ist halt so der Hauptknackpunkt für uns. Aber dank eurer Kommentare haben wir auf jeden Fall schon mal neue Erkenntnisse gezogen, wie wir auf jeden Fall da weitergehen und worauf wir auch verzichten können und dadurch das Angebot auch ein bisschen anpassen können. Dafür meinen herzlichen Dank an euch. Und ja, wir müssen jetzt gucken, wie es weitergeht. Wir werden auf jeden Fall regelmäßig weiter berichten, wenn es Neuigkeiten gibt. Ich habe schon so einen großen Plan aufgestellt, aber der ist halt auch immer wieder hinfällig, wenn sich wieder neue Dinge ergeben. Mal gucken, wir berichten von Video zu Video und ja, ihr könnt das dann verfolgen und gegebenenfalls dann für euch eure Informationen daraus ziehen, was ihr anders machen könnt oder was ihr genauso machen könnt. Ja, und damit ihr das nicht verpasst, denkt immer dran, Daumen nach oben lassen, wenn das Video gefallen hat, Glocke drücken, abonnieren, dann kriegt ihr immer alles mit und werdet auch benachrichtigt, wenn was Neues von uns kommt. Und schaut auch mal bei der Kanalmitgliedschaft, das ist ein neuer Service, den wir anbieten. Und Instagram sind wir auch vertreten, da auch immer mal reinschauen. In diesem Sinne danke ich für eure Aufmerksamkeit und sagt tschüss, bis zum nächsten Mal.